Karl-Heinz Mühle. Had you any responsibility in explaining the orders? Die Befehle der U-Bootsführung waren immer sehr klar und eindeutig. Bei Unklarheiten pflegte ich diese Unklarheiten beim BDU-Staff. What was the propaganda at the time with regard to crews? Die Propaganda in der damaligen Zeit besagte, dass der Gegner sehr große Schwierigkeiten hätte, genügend Besatzungen für seine Handelsschifffahrt. Die beiden Beispiele des BDU, so wie sie mir im Hauptquartier gesagt wurden, vermittelt. Mit der Einschränkung, dass ich gesagt habe, der BDU kann euch offiziell einen solchen Befehl nicht geben. Das hat jeder mit seinem Gewissen zu vereinbaren. Do you remember an order about rescue ships? Jawohl. Can you say what was the date of that order? Das genaue Datum ist mir nicht geläufig. Er muss jedoch etwa zu derselben Zeit ausgegeben sein wie der Befehl vom September 42. Jeglicher Rettungsversuch von Angehörigen versenkter Schiffe, also auch Auffischen von Schwimmenden und an Bordgabe auf Rettungsboote, Aufrichten gekenterter Rettungsboote, Abgabe von Nahrungsmitteln und Wasser, haben zu unterbleiben. Sehen Sie das in diesem Satz? Nein. Rettung widerspricht den primitivsten Forderungen der Kriegführung nach Vernichtung feindlicher Schiffe und Besatzungen. Sehen Sie es in diesem Satz? Jawohl. Steht in diesem Satz etwas von der Vernichtung von Schiffbrüchigen? Nein, von Besatzung. Entsinnen Sie sich, dass in dem ständigen Kriegsbefehl Nummer 511 Folgendes befohlen war: Herr Präsident, ich lese aus einem Befehl vor, den ich später als Beweismittel anbieten werde. Ich kann das jetzt noch nicht tun, weil mir das Original noch nicht zugänglich ist. Ständiger Kriegsbefehl des BDU Nummer 511. 20. Mai 1943. Mitnahme von Offizieren versenkter Schiffe. Erstens. Soweit Unterbringungsverhältnisse an Bord es erlauben,
sind Kapitäne und Chefingenieure versenkter Schiffe mitzubringen. Der Gegner versucht, diese Absicht zu durchkreuzen und hat folgenden Befehl erlassen. A. Kapitäne dürfen sich auf Befragen nicht zu erkennen geben. Unter allen Umständen versuchen, Gefangene zu machen, soweit ohne Gefährdung des Bootes möglich. Gefangenenbefragung durch Durchgangslager, Dulag, kann wertvollste Anhalte über U-Boot-Abwehrverfahren, Geräte und Waffen des Gegners bringen. Das gleiche gilt für abgeschossene Flugzeugbesatzungen. Ist Ihnen dieser Befehl bekannt? Jawohl, er kommt mir bekannt vor. Herr Feucht, und in irgendeiner Befehlssammlung niedergelegt worden. Ich habe den Kommandanten nur so lange Befehle bekannt gegeben, solange sie in keiner Befehlssammlung enthalten waren. Haben Sie bei der Weitergabe dieses Befehls einen Zusatz gemacht, ob man ihn ausführen könne oder nicht? Jawohl, ich entsinne mich, dass ich gesagt habe, als dieser Befehl als Funkspruch gekommen war und noch nicht bei den Kommandanten weiter bekannt war, dass sie damit sehr vorsichtig sein sollten mit dem Anhalten, da immer die Gefahr bestände, dass auch ein neutrales Schiff durch FT den Standort des U-Bootes verriete. Und es wäre aufgrund der Luftüberlegenheit des Gegners und der Luftherrschaft des Gegners im Nordatlantik immer sicherer oder besser, wenn man nicht zu solchem Anhalten gezwungen sei. War Ihnen dieser Zusatz vom BDU befohlen worden? Soweit ich mich entsinne, hat mir ein Referent beim BDU, ich nehme an, dass es Kapitän Hessler war, gesagt, dass jede oder besonders betont, dass jede Anhaltung eines Dampfers, auch eines Neutralen, eine erhebliche Gefährdung des Bootes darstelle. You mean it was a danger to your boat to do it? Nicht nur das, ein großer Teil der durch mich durchgeführten Versenkungen haben entweder im Geleitzug stattgefunden, beziehungsweise bei schwerer See, sodass die Seegangsverhältnisse Rettungsmaßnahmen unmöglich gemacht hätten. Colonel Fillmore, do you want to re-examine? The orders with regard to rescue. Es war uns bei Kriegsbeginn gesagt worden, dass die Sicherheit des eigenen Bootes das Ausschlaggebende sei und das Boot durch Rettungsmaßnahmen nicht gefährdet werden dürfe. Ob diese Befehle bei Kriegsbeginn auch schon schriftlich bestanden, ist mir nicht mehr erinnerlich.